Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video und Freunde. Heute ist der Tag gekommen, denn wir widmen uns einem ganz besonderen Projekt. Ein Projekt, was wahrscheinlich unsere Zukunft beeinflussen wird. Ein Projekt, was alles verändern wird. Vielleicht übertreibe ich ein kleines bisschen, aber auf jeden Fall widmen wir uns heute endlich der Küche. Also nicht nur der Küche, sondern auch dem Esszimmer. Denn Freunde, es halt sehr logisch, wir sind gerade umgezogen, hier steht noch nichts drin. So haben wir das Ganze übernommen. Und ich dachte mir, das muss natürlich irgendwie Crispy Rob artgerecht eingerichtet werden. Und deswegen begrüße ich euch zu der ersten Episode von... Pimp My Küche. Freunde, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze angehen könnten. Und es ist echt nicht so einfach. Ich habe sowas selber noch nie gemacht. Aber das ist machbar. Ich habe so ein paar Visionen. Zum Beispiel stelle ich mir hier einfach so ein Regal vor mit Pflanzen. Einfach allgemein so ein bisschen mehr Pflanzen in das Ganze reinbringen. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. Und ja, einen Tisch bräuchten wir auch. Ja, einen Esstisch. Ein Esstisch, ein Teppich, irgendwie ein paar Bilder. Ich will gar nicht so viel erklären. Freunde, let's go. Okay, irgendwie wissen wir alle nicht so ganz genau, was wir machen sollen. Aber ja, wir hatten eine Wasserwaage. Okay, wir kriegen das hin. Genau, wir messen erstmal alles aus. Wir schauen zu, wie Thomas arbeitet. Nee, nicht gut. Nicht gut. Ich komme aus Russland, ich kann alles. Philipp ist Handwerker vom Beruf. Der wird das hinkriegen. Okay. Okay, viel Spaß. Nein, Spaß. Mach es zusammen. Komm. Wir fangen einfach an. Zeitraffer, let's Aber go. Aber was bauen wir überhaupt? Hä? Erkläre ich mal kurz, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir hier bei Ikea einfach so silberne Regale gekauft, weil Silber ist so oder so ein bisschen der Farbton, der sich durch die gesamte Wohnung zieht. Und besonders unsere Küche hat viele silberne Elemente. Deswegen ein klassisches silbernes Regal und dort einfach jede Menge Pflanzen drauf und ein, zwei Deko-Elemente. Das klingt nach einem Plan. Ich fühle mich wie so ein Architekt, der gerade sowas baut. Ja, aber so ein dickes Buch mit drei Schritten einfach. Das sind drei Schritte, kann das sein? So, Freunde, eine Stunde später, vielleicht auch eineinhalb Stunden später. Ich finde, wir haben echt einen guten Job gemacht, Dima, Philippe. Ja. Einfach bis angeben. Ja. Wer soll da rankommen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Also, für mich ist das Minimal zu hoch, möglicherweise. So, ich habe eine Idee. Und zwar einfach jede Menge Pflanzen. Ah, ich dachte, wir stellen Smiley ein als Griffhilfe. Ich weiß, wie wir das machen. Ich habe da so einen Trick. Oh, ich finde, das ist echt ganz schön geworden. Weiter geht's. Der Kühlschrank. Dima, haben wir den Kühlschrank vergessen? Der ist schon da. Echt? Ja. Okay. Hä? Oh. Perfekt. Freunde, ich hätte es fast vergessen, aber herzlich willkommen zum ersten Crispy Kalendertag. Und selbstverständlich gibt es heute was zu gewinnen. Abgesehen davon, dass es die nächsten 24 Tage was zu gewinnen gibt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den obersten Link in der Infobox anklicken, mitmachen und gewinnen könnt ihr heute einmal, wenn wir schon bei der Thema Küche sind, den legendären Krups Sandwich Maker und die neuen AirPods. Viel Spaß, viel Glück, klickt einfach auf den Link. Und ich würde jetzt sagen, wir richten einfach diese Ecke der Küche schon mal ein. Zeitraffer-Action, let's go! Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt den Rest. Im Endeffekt habe ich versucht, die Küche ein bisschen minimalistisch zu halten, damit es nicht alles so voll aussieht. Aber noch ein, zwei kleine Details kommen dazu. Und dann müssen wir noch uns diesem Projekt widmen. Denn das Esszimmer gehört ja auch irgendwie zur Küche dazu. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal mit weiter. Und Freunde, Falco kommt nämlich auch noch morgen früh zurück. Denn der ist gerade schon seit 2 Wochen in Thailand auf einer Expedition. Ja, man kann auf einer Expedition unterwegs sein. Wahrscheinlich ist er gerade noch in irgendeiner Höhle und sucht nach den Sekten. Aber Falco werden wir dann zum Schluss das Ganze präsentieren. Deswegen, Freunde, die Zeitraffer läuft jetzt hier weiter. So, Freunde, die Lampe hängt
Die sieht eigentlich echt ganz nice aus und die passt auch zur Farbe der Stallträger 4. Und wenn wir zweimal diese Farbe haben, dachten wir, muss unser Esstisch auch in so einem Farbton sein, damit das irgendwie ins Esszimmer rein harmoniert. Gut, ich würde sagen, wir machen das jetzt auch noch auf die Schnelle fertig und dann seht ihr und Frankie morgen früh das fertige Ergebnis. Die letzte Zeitraffer für heute. So, Freunde, ich glaube, wir sind fast fertig. Frieda, sind wir fast fertig? Sind wir fast fertig? Okay. Ich denke mal, das Ganze sieht tagsüber auf jeden Fall noch besser aus. Deswegen, Freunde, gute Nacht und bis morgen. Und dann gibt es die Vorher-Nachher-Shots. Let's go. Läuft die Kamera? Francesco ist da, der hat schon geklingelt. 2 Wochen war der in Thailand. Francesco! Tommy, lass dich drücken. Okay, dich wiederzusehen. Alles gut? Alles gut, sehr gut. Sehr gut. Thailand. Super, das ganz Besonderes diesmal, richtig super. Ich bin nämlich aufgeladen. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand auf Expedition war. Ja, im Dschungel, im tiefsten Dschungel, im Himmel. Darüber sprechen wir später auf jeden Fall. Okay, Frankie. Auf jeden Fall. Du kennst die Küche ja nur leer, so wie wir sie bekommen haben. Habt ihr was in der Küche? Ich habe das Pimp My Küche Video gedreht. Oh. Deswegen, also eigentlich ist jetzt alles erstmal so eingerichtet, wie es erstmal bleibt. Aha. Okay, bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Komm rein, komm. Lass den Kopf ab jetzt. Zieh deinen Rucksack aus. Fühl dich wie zu Hause. 3 Tage. Der Junge. Ja, ich muss viel, viel ist mehr. Da noch deine Stirnlampe drin? Ja, jetzt ist noch alles drin. Okay, komm rein, Francesco. So. Oh. Guck erstmal nicht nach links, okay? Okay, okay, okay. So, wir gehen erstmal nicht hier nach so links. Rüber. Also, bisschen ordentlich. Ja, es ist ordentlich, oh. Das erste Mal. Neue Schneidebretter. Komm her, Frankie. Hier ist so ein paar Geräte. Hier haben wir noch so ein Ding rangebracht, das kann man benutzen. Ja, Alufolie, Zebra, So eine Halterung einfach. Hier so ein bisschen Deko-Kram. Das haben wir immer gebraucht. Dann schöne Pflanzen sind. Guck mal, hier haben wir so Deko-Gläser, da ist der ganze Stuff drin, Reis, Kaffee. Das Kochbuch darf nicht Deko. Hier natürlich auch das zweite Kochbuch. Freunde, falls ihr noch nichts für Nikolaus habt oder Weihnachten, oberster Link in der Infobox. Checkt es auf jeden Fall ab, mein neues Kochbuch. Hammer. Okay, Frankie, dann Highlight. Hast du das gesehen? Oh ja, ja, das habe ich sofort gesehen, als ich reingekommen bin. Oh, Pflanzen, alles echt? Wir reden nicht darüber. Aber ich feiere Pflanzen und das passt so gut. Voll, voll. Allein guck mal, das ist der neue Koch-Background und ich finde, das sieht voll nett aus, oder? Das ist das Background? Ja. Ja. So. Ja, richtig schön. Richtig schön. Jetzt haben wir hier noch so einen Kellogg-Spender, Pflanzen, einfach alles ein bisschen nett gemacht. Jetzt kommen wir zu einem Highlight eigentlich. Und zwar unser allererstes Esszimmer / unser Esstisch. Kann ich gucken? Ja, guck. So sieht das aus. Oh, Lichter. Wir haben übrigens hier so extra Lampen gekauft, die perfekt für Kochvideos sind. Das heißt, wir müssen nicht immer wieder Lampen aufbauen, sondern können die einfach so ausleuchten, dass das Licht immer gleich ist in den Kochvideos. Weil damals die Kochvideos, da sah jedes Kochvideo echt immer anders aus. Das Licht sieht auch alles regelmäßig so, sieht besser aus. Viel besser als im Drehen auch. Das ist richtig schön. So minimalistisch, ordentlich, sauber, neu. Also das sieht richtig gemütlich aus. Bei uns war damals alles so am Stapel, weil einfach gar nicht so Platz. Jetzt ist alles, was wir nicht brauchen, im Keller. Okay, gucken wir uns diesen Bereich an. Schön. Guck mal, hier jetzt endlich ein Esstisch, Francesco. Willst du dich hinsetzen? Ja. Heute Abend gibt es natürlich erstmal ein dickes Essen. Oh. Guck mal. Das sieht auch gut aus. Das ist auch, es ist alles neu, alles neu. Ja. Ich glaube, hier kann man echt ganz nett essen. Neue Lampe, wir hatten auch keine Lampe, ne? Ja. Weißt du, wir hatten diese Grilllampe. Wir haben einfach 2,5 Jahre gefühlt nur Softboxen benutzt als Lampe, weil irgendwie ständig Lampenprobleme gab. Guck mal, Francesco, hier. Oh. Elektrischer Mülleimer. Die gehen von alleine auf und...
von alleine zu. Du musst nur so rübergehen. Einfach nur mit der Hand rübergehen. Zugehen die von alleine. Ja. Richtig geil, ne? Ich habe einfach auch die Ecken so ein bisschen dekoriert. Ja. Wir haben ein paar Pflanzen. Hier haben wir jetzt auch so ein, keine Ahnung, man kann hier auch den Couch, ja, sich hinsetzen. Aber wenn immer Gäste, also Sitzplätze sind nie zu viel. Nee, auf keinen Fall. Ja, so sieht's aus. Ich werde mal versuchen, irgendwie das Beste zu zaubern. Hier, Freunde, Pimp My Wohnzimmer kommt demnächst, deswegen haben wir das verdeckt. Wir können direkt hier rüber schwenken. Frankie, happy? Ich feiere es so sehr. Es ist alles perfekt, gemütlich hier, kann man endlich richtig leben. Das ist nicht mehr ein Keller, ein zweiter Keller, wie es ist. Eine Woche da. Oh Mann. Endlich. Schön, ich komme so zurück und alles ist anders. Das doch. Danke dir. Das ist richtig gut gemacht. Ah, nicht zu danken, Francesco. Wann piepen wir das Wohnzimmer jetzt? Das Video kommt erst in ein paar Tagen. Alles klar, Freunde. Ja, so viel zur neuen Küche. Ich glaube, hier können wir uns verrückt ausleben. Das wird auf jeden Fall alles für Videos benutzt. Ich bin richtig happy mit dieser Pflanzenwand. Ich finde, die ist richtig gelungen. Das ist mein Favorite. Ja, es sieht richtig nett aus. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke und macht natürlich beim Crispy Kalender mit. Auch ganz oben in der Infobox dementsprechend. Frankie, welcome back in Germany. Danke dir. Und bestes Willkommen. Freunde, macht es gut. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr mit einem neuen Video. Ciao. Arrivederci. Sehr gut, Frankie. Sehr gut. Sehr gut. Das ist doch besser.